Dieses Jahr war Smart Home fähig, das weiß ich. Hundertprozentig. Hier steht es auch drauf. Genau. Die werde ich auch eher für meinen Computer nehmen, damit ich das Display auch nochmal einzeln aufschalten kann. Und so schaut das Ganze aus. Ja, das ist schon eine sehr hochwertigere Dose. Eben durch die Smart Home Kompatibilität. Mit Google und Alexa fähig, das heißt, da könnt ihr die auch einzeln steuern. Also jede Buchse könnt ihr einzeln steuern. Ne? Das ist alles kein Thema. Ne? Also es ist nicht so wie bei den anderen, dass ihr das alles nur kollektiv ein- und aufschalten könnt. Sondern das könnt ihr dann getrennt machen. Die USBs sind natürlich dauerhaft an. Ja, die sind nicht aus. Ja, die Steckdose, die fiebt ohne Ende. So ein ganz sanftes Fiepen, aber es nervt. So, die Leiste ist in Ordnung, funktioniert sehr gut mit dem Wi-Fi, aber fiebt ein bisschen, deswegen ist sie bei mir in der Küche.